Also, dieser ganze Koffer hat 990 Euro gekostet. Und wir rechnen jetzt einfach mal aus, was kosten denn die Einzelteile? Ist das vielleicht gar nicht mal so ein teurer Preis? Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es bitte sofort in die Kommentare. Wir haben hier die Stinger 2 mit 299 Euro. Wir haben hier den Probogen mit 45,90 Euro. Wir haben Schnellwechselsysteme, 39,95 Euro. Und wir haben Montageblöcke, das sind 19,95 Euro. Wir haben die Rändelschraube direkt verbaut, das sind 4,95 Euro. Und wir haben den Tuning Trigger, 24,90 Euro. Wir haben eine seitliche Schiene, 14,90 Euro. Noch eine seitliche Schiene, nochmal 14,90 Euro. Außerdem haben wir einen Speedloader mit Köcher. Das sind dann 29,90 Euro nochmal. Das K1-Messer ist mit 185 Euro sicherlich nicht günstig, aber meiner Meinung nach den Preis wert. Die Taschenlampe kostet 39,90 Euro und der taktische Clip an der Taschenlampe kostet dann nochmal 12,90 Euro. So, auch nochmal richtig Summe kommt zusammen, wenn man die Pfeile mal zusammenrechnet. Das sind 11 Jagdpfeile, dabei komme ich auf 91,30 Euro. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht einfach so lose verschickt worden, sondern in diesem Koffer. Ich habe einen Koffer, der dieser Koffer zu sein scheint, gefunden. Den habe ich für 184 Euro auf Amazon gefunden. Dieser Koffer hat allerdings keinen Wasserstrahlschnitt, im Gegensatz zu diesem hier. Das muss man natürlich auch nochmal drauf rechnen. Außerdem nicht vom Preis erfasst ist das Metallmagazin, weil da kenne ich keinen Preis. Ich weiß nicht, was das kosten würde. Na, also den Wasserstrahlschnitt und das Metallmagazin lassen wir hier komplett außen vor und kommen trotzdem auf einen Wert von 1.007,45 Euro. Wow. Ich muss sagen, wenn man das so sieht, kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein Top-Preis gewesen. Wirklich. Vor allem, was auch nicht mit im Preis drin ist, ich habe jetzt nicht die ganzen Sehnen noch mit aufgeführt. Da wäre nämlich auch noch eine Sehne mehr als bei Standardsdinger dabei. Das wären dann nochmal 12 Euro. Der Wasserstrahlschnitt, wie gesagt, keine Ahnung, was der kostet. Und Metallmagazin, das einzelne Plastikmagazin kostet 150. Ich rechne für das hier mal 200 oder sogar 250 Euro. Und das habe ich aber jetzt in dieser Rechnung ja nicht getan. Und trotzdem haben wir diesen wahnsinnig guten Preis. Ja. Ich kann also wirklich jedem gratulieren, der sich dazu entschieden hat, dieses Ding zu kaufen. Ihr habt absolut nichts falsch gemacht. Richtig geil und um ehrlich zu sein, ich bereue es total, dass ich es mir nicht gekauft habe. Ja, bevor das Ding jetzt aber zurück an Kai geht, muss ich damit jetzt nochmal schießen. Weil es macht einfach Spaß und es ist cool. So, habt ihr das gesehen? Mir ist gerade der Pfeil darin gekippt. Aber das ist mir jetzt egal. Seht ihr das? Der liegt mit der Vane nach unten. Das hatte ich mal in einem Video gesagt, dass man darauf achten muss und habe den wieder gerade gefummelt. Es ist gar nicht so. Das zeige ich euch aber gleich. Ach ja, und der Raum ist jetzt wieder regelmäßig beheizt worden. Dementsprechend ist die Scheibe auch wieder aufgetaut. Schaut mal. Seht ihr das? Das hätte ich euch gerne noch im Zielscheibenvideo gezeigt. Aber da ging es ja leider nicht wegen der Kälte. Jetzt ist hier wieder alles Paletti. Und genau die Scheibe wird jetzt auch beschossen. So, da sind wir in gewohnter Umgebung. Und jetzt zeige ich euch das, was ich meinte. Ich glaube, ihr könnt es gut sehen, beim blauen Licht im Hintergrund. Also der Pfeil liegt immer noch mit der Vane in der Rinne. Aber jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich nachlade. Na? Also das ist das, was ich bei Yak Archery echt toll fand. Und magisch, fast schon, kann das Ding auch. Das war mir nur gar nicht bewusst. So, also wir schießen hier wieder auf 4 Meter mit Kimme und Korn. Und diesmal wirklich Kimme und Korn. Ha. Das macht Spaß. Und wie ihr seht, das Ergebnis ist auch ganz gut. Bei dem einen, ich weiß auch nicht, das war der, wo ich am längsten gezielt habe. Das war der schlechteste. Wir gehen sofort ran und laden nach.
Das war gut. Na gut, der letzte war ein bisschen verrissen. Ich laufe jetzt nicht immer los. Ich habe ja ein paar Bolzen. Ja, und wir schießen hier mit dem 55er Bogen. Und deswegen benutze ich hier meine Lieblings-55er Bogen Pfeile. Und zwar die Standard Bodkins von Steamboat. Die finde ich hier einfach geil. Ich habe bis jetzt auch noch keine anderen für diese Produktklasse, also für diese Stärkeklasse, wo ich einfach mich immer auf die Qualität verlassen kann. Ah. Da gibt es ein paar Chinesen, die wir dann im Test kennenlernen, die auch gut sein können, aber wo man auch Pech haben kann. Und deswegen bin ich allgemein kein Freund mehr von diesen Amazon-China-Pfeilen. Da muss einem einfach wirklich klar sein, worauf man sich da einlässt. Nämlich auf ein Unternehmen, was halt keinen deutschen Support hat. Und höchstwahrscheinlich jede E-Mail, sei sie noch so gut geschrieben in Englisch oder sogar Mandarin. Ah, jetzt, das war dumm. Ignorieren wird. Ja, deswegen, ich gehe dann lieber zu deutschen oder deutschsprachigen Händlern und Herstellern. Und ja, da muss ich echt sagen, mit den Bodkins war ich eigentlich immer zufrieden. Außer beim 90er Bogen, da halt nicht unbedingt. Ne, weil die magische Grenze von 10,5 Gramm erfüllen die einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es auf dem Papier tun sollen. Praktisch tun sie es nicht. Praktisch sind die bei unter 10 teilweise. Wobei, ich muss hier auch dazu sagen, oh, vielleicht mal aufs Schießen konzentrieren, wie das damals. Ich muss hier aber auch dazu sagen, ich habe natürlich hier eine absolut bunte Mischung. Ne? Da sind Pfeile aus der ersten Charge dabei, da sind Pfeile aus der letzten Charge dabei, da sind die Halloween-Dinger dabei. Da ist wirklich eine bunte Mischung über Jahre gesammelt. Ja, also von daher ist das nicht so aussagekräftig, wenn ich da jetzt sage, die sind ich muss einfach sagen, mit einem Red Dot komme ich noch immer besser klar, ist einfach so. Aber ich komme mit diesem Kim und Korn System schon mal viel, viel besser klar als mit dem von der Nummer 1 Dinger. Da finde ich das hier schon deutlich besser. Aber allgemein muss ich sagen, ich bin trotzdem weiterhin Red Dot Fan. Das ist geil, ne? Ich meine, ihr seht ja jetzt auch das Trefferbild. Schreibt mal bitte auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das in Zukunft sehen wollt. Auch weiterhin, auch bei 4 Meter, weil es sind ja nur 4 Meter. Aus meiner Sicht braucht man es dann eigentlich nicht. So, jetzt machen wir Robin. Der gute Robin Hood. Kommt noch eine 5er-Serie in die Mitte. Nee, das gibt einen Robin. Das gibt nur noch Robins. Da gibt es ja gar nichts mehr, was frei ist. Ich kann auch die Kleinen versuchen. Ich versuch's. Also das Nachladen mit der Metallstinger gefällt mir einfach tausendmal besser als mit der normalen. Das ist einfach krass. Jetzt wird's eng. Ich versuche mal hier den Winkel zu kriegen. Ja. Eine Stelle ist noch frei. Und nicht getroffen. Aber wenigstens nicht die Kamera getroffen. Das ist das Wichtigste. Was sagt ihr zum Trefferbild? Ich schaue mir das jetzt mal von nah an. Hä? Geil, oder? Hier, das ist doch top.
Das ist so, wie man es haben will. Gut, der jetzt nicht unbedingt, die jetzt alle nicht. Der ist okay, die sind gut, das ist gut, das ist gut, auch das ist gut, aber das hier ist halt einfach geil, ne? Keiner in den orangenen Ring von der Mitte. Das ist einfach. Ne, ich bin echt zufrieden damit. Oh. Wie war das nochmal mit Metall? Dringt in Metall ein, dann verzieht sich das. Achtet mal darauf, ob ihr so kleine Markierungen seht. Klein, also hier hat natürlich der gehärtete Stahl zugeschlagen. Ne? Also der ist, wie man sieht, verbogen, ne? Biegt sich hier hoch. Und allgemein, den würde ich nicht mehr schießen. Der kommt jetzt natürlich weg. Ja, boah, das sieht krass aus, oder? Krass. So habe ich das auch noch nie gesehen. Wow. Der kommt in Müll, der kommt auch nicht mehr auf nahe Distanz, der kommt ganz weg. Weil damit würdet ihr euch jetzt voll die Schiene zerkratzen, ne? Will man einfach nicht. Also sowas Scharfkantiges sollte man einfach nicht mehr ins Magazin führen, ne? Weil man löst sich hier gerade so ein Span ab. Boah, der ist aber auch scharfkantig. Huiuiui, den tue ich mal weg. So wird man nämlich auch seine Pfeile los, ne? Ich gebe euch den Tipp, macht nicht so einen Blödsinn. Dann macht er ja einfach nur die Pfeile kaputt. War eigentlich auch absehbar, aber wir probieren es aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen, weil das war es auf jeden Fall für heute. Hat mich riesig gefreut, dass du dabei warst. Und ja, schreib doch mal bitte in die Kommentare, was hältst du von dem Koffer? Hast du einen? Hast du keinen? Warum hast du keinen? Und wenn du einen hast, warum hast du einen? Und was denkst du über den Preis? Und was denkst du jetzt über den Preis? Hat sich jetzt was in deiner Wahrnehmung geändert? Und wenn ja, warum? Da waren nur ein paar Zahlen. Aber gut. Schreib das mal alles in die Kommentare. Und wenn dich noch was zu diesem Modell interessiert, dann schreib es ganz, ganz schnell in die Kommentare, weil ich gebe das sehr bald wieder zurück. Deswegen, es wird jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, wenn ihr da noch Fragen habt. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir ein sehr, sehr, sehr schönes und erholsames Weihnachtsfest. Lass dich reich beschenken und wer weiß, vielleicht spielt bei dir ja der Weihnachtsmann mit. Anders als bei mir. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei Mag. Modern Archery Germany. Und natürlich wird jetzt wieder geschossen. Alles ist ein Outro und ich bin gesund. Feuer frei. Der geht mir mitten im Abspann die Kamera aus. Akku leer. Naja. Gut, dann gibt es jetzt kein Zielbild mehr. Tut mir leid, weil das ist jetzt gerade die Kamera, die jetzt hier Ersatz filmt. Aber wir schießen noch schnell ein paar Gruppen. Oder eine. Oder zwei. Komm, eine machen wir noch, weil es so viel Spaß macht. Jetzt wird's schon wieder eng. Oh. Schade, dass ihr jetzt das Trefferbild nicht seht. Das gibt's ja nicht. Warte, ich hol euch mit ran, weil sonst glaubt ihr das ja nicht. Würde ich auch nicht. Ich bin ja so ein Schelm im Internet. Ich kann ja alles behaupten, ne? Hier, da. Alle. Alle. Bis auf den. Ist okay. So, wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut.